mit ARD, ZDF und den wichtigsten Privatsendern. Darüber hinaus wird die Schüssel oft kaum genutzt. Dabei bekommt man via Satellit Programme aus der ganzen Welt. SatDX-Anlagen sind in der Regel etwas umfangreicher als übliche Astra-Schüsseln. Welche und wie viele Programme gesehen werden können, wird ausschließlich von der Ausstattung der Anlage bestimmt. Mit kleinen 60er- oder 90er-Schüsseln bekommt man in erster Linie die für Europa bestimmten Ausstrahlungen im Q-Band, die in der Regel auch für den Direktempfang bestimmt sind. Selbstverständlich kann bereits eine gute drehbare 90er-Antenne eine DX-Anlage sein. Wirklich interessant wird es aber, wenn man auch das C-Band, also den Frequenzbereich von 3,4 bis 4,2 GHz empfängt. Dazu braucht es einen separaten LNC und ein sogenanntes Feedhorn, das idealerweise einen mechanischen Polarizer eingebaut hat. An sogenannte Kombi-Feeds kann man außerdem einen Q-Band-LNC montieren, womit man so gut wie alle von den Satelliten abgestrahlten Sender sehen kann. Um im C-Band überhaupt erfolgreich zu sein, bedarf es Durchmesser von mindestens 180 cm. Nach oben hin gibt es natürlich keine Grenze. Die durchweg schwachen Signale bedienen Europa meist nur am Rand. Daher benötigt man sehr große Spiegel, um erfolgreich Programme aus aller Welt zu empfangen. Da auf den C-Band-Satelliten meist nur je wenige Programme aufgeschaltet sind, macht eine solche DX-Anlage nur mit einer drehbaren Antenne Spaß. Je nach örtlichen Verhältnissen kann man dafür Satelliten von etwa 80 Grad Ost bis etwa 53 Grad West sehen. Während im Q-Band überwiegend lineare Polarisation, also horizontal oder vertikal, zum Einsatz kommt, findet im C-Band auch die zirkulare Polarisation, also rechts- oder linkszirkular, häufig Verwendung. Von Q-Band-Anlagen ist man gewöhnt, dass alle Steuerbefehle über das Antennenkabel übertragen werden. Nicht so bei großen DX-Antennen. So ist etwa der mechanische Polarizer des Feedhorns über ein separates, dreiadriges Kabel zu steuern. Wird der Spiegel, wie bei großen Durchmessern üblich, mit einem Schubstangenmotor gedreht, fallen vier weitere Drähte an. Auch diese wollen erst einmal angeschlossen werden. Übliche Digitalreceiver sind technisch nicht in der Lage, eine große Antenne zu steuern. Geeignete Receiver gibt es hierzulande in unseren Breiten bestenfalls noch als Gebrauchtgeräte. Mitunter muss man überhaupt auf alte analoge Receiver zurückgreifen, die ausschließlich die Steuerung der Antenne übernehmen. Man merkt, der Aufwand für eine richtige DX-Anlage ist nicht gerade gering. Dafür wird man aber mit zahlreichen Kanälen belohnt. Zum Beispiel aus Indien, China, Japan, Südostasien, weiten Teilen Russlands, Schwarzafrikas, der Karibik und Südamerika. Übrigens, nach Ablauf der Serie, und das ist dann Teil 11, haben wir uns aufgrund von Zuschaueranfragen entschlossen, die gesamte Serie als DVD herauszugeben. Vorbestellungen senden Sie uns am besten per E-Mail an dvd@drdisch-tv.com oder per Post an Dr. Disch TV, Türkenstraße 91 in 80799 München. Für 29,50 Euro plus Versandkosten sind Sie dabei. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder für Sie da.